Ihr Lieben, herzlich willkommen bei Aquarina. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder vielleicht seid ihr auch zum ersten Mal mit dabei und wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, herzlich willkommen hier aus der Chaosbude, denn ich bin am Umbauen, ja. Ja, so richtig viel sieht man jetzt noch nicht. Ich werde euch das gleich zeigen, ja, denn ich habe ein bisschen was geplant, beziehungsweise, was heißt geplant, ich bin es schon angegangen. Ich muss da ein bisschen umräumen, um das umsetzen zu können. Und ja, Thema Pflanze, ja, wir haben hier mal ein bisschen was Neues am Start. Dazu werde ich euch am Sonntag ein bisschen was erzählen. Ja, da kommt ein Vlog und da ist halt ein bisschen was mit geplant, ja? Also diese Pflanze, die steht nicht nur einfach so da. Wer hätte das gedacht? Sie wird zu aquaristischen Zwecken genutzt. Auch wenn das jetzt noch nicht so aussieht. Lasst euch überraschen. Ja, im Grunde genommen stehen jetzt gerade zwei leere Aquarien hier. Einmal ein Scapers Tank, ein ganz altes, und ein altes Zuchtaquarium, hat so um die 30 Liter. Genau, da habe ich auch schon ein bisschen was gemacht. Ich würde sagen, ich zeige euch das jetzt einfach mal. Wo fangen wir denn an? Ich glaube, wir fangen bei dem kleinen Aquarium an. So, Nummer 1, das kleine alte Zuchtaquarium. Ungefähr 30 Liter. Ja, also es sind, glaube ich, 27. Und ist dieses typische Kallax-Aquarium, ja, was man normalerweise da so reinschiebt und voilà. Ja, das steht jetzt hier oben. Denn, ich weiß nicht, das ist unpraktisch für mich, wenn das da drin steht. Und genau, ihr wisst, vorher stand hier das kleine, also das Mini-Aquarium. Ich zeige euch das auch gerade nochmal. Hier steht jetzt das Mini-Aquarium, ja, was quasi vorher hinten stand. Genau, und das ist jetzt halt quasi, so, wir gehen einmal am Cube vorbei. Scapers Tank, ich sag mal Cube, Leute, keine Ahnung. Ist für mich nicht dasselbe, ja, aber irgendwie in meinem Kopf, weiß ich nicht, da irgendwie eine Verknüpfung gebunden. So, ja, das war sehr verkalkt. Das ist mein altes Wasserfloh-Zucht-Aquarium. Ist auch immer noch ein bisschen Kalk, aber das werde ich erst angehen, wenn das Wasser drin ist, dann ist es einfacher. Ich habe mich hier ein bisschen versucht. Es wird ein Caridina-Aquarium. Welche Caridina einziehen, das habe ich mir gedacht, werden wir wieder zusammen abstimmen. Mir wäre halt was Rotes recht, ja. Denn das Rote, das sollte ja eigentlich hier schon drin leben. Da haben wir jetzt was Blaues. Insofern wird es auf jeden Fall Zeit, hier was Rotes reinzupacken. Vielleicht sogar der Gegenspieler. Crazy Blue, Crazy Red. Weiß ich nicht, was haltet ihr davon? Oder halt Calceus, ja. Das würde ich auch sehr schön finden. Ich habe mich hier versucht mit Lavagestein. Also man sieht das, glaube ich, jetzt gar nicht mehr so richtig. Aber so ganz unten, also die erste Etage quasi ist Lavabruch. Ganz viel Lavabruch. Dann habe ich ja das aufgefüllt mit Lavagestein, ja. Und halt Wurzel, ne? Das ist wieder Savannenholz, allerdings umgedreht. Ihr wisst, es gibt ja immer eine Seite mit diesen Löchern und so. Habe ich jetzt ein Beispiel? Ja, hier. Ne? Mit den Löchern. Und das ist quasi die Rückseite. Ja, also, ne? Und ich habe mir gedacht, wir arbeiten diesmal einfach mal mit der Rückseite. Das ist mal was anderes. Ich kann nicht immer dasselbe machen, ja? Weil hier ist ja auch schon Savannenholz, überall das Gleiche. Naja, und hier habe ich mich jetzt tatsächlich mal komplett alleine versucht zu scapen. Ist vielleicht noch nicht so ganz optimal. Oh. So, hier kommt auf jeden Fall jetzt noch Säure rein. Und dann werde ich das mit dem Lavabruch noch ein bisschen ausweiten. Also quasi um dieses Konstrukt herum. Damit das so ein bisschen so ein Übergang da ist. Die Pflanze habe ich mir vorgestellt. Buzze Phalandrin. Ja, das ist jetzt die Taille. Ich wollte mich tatsächlich auf eine fokussieren, auf eine Buzze Phalandra Art. Und dazwischen, Leute, lasst euch überraschen, packen wir die gute alte Algenkugel. Ja, also Moosball. Allerdings nicht als Ball,
wie man das so kennt und macht, sondern, das machen bestimmt auch einige von euch, es ist allerdings so ein altes Ding von mir, das habe ich damals auch schon immer so gemacht, wir werden die auseinandernehmen. Und dann werden wir die quasi als Moospolster auf die Wurzel kleben. So ist der Plan. Ich hoffe, das sieht dann auch gut aus. Ja? Und ich hoffe, dass das reicht. Also ich habe noch ein Päckchen. Ja, wir haben 6 Kugeln und ich hoffe einfach, dass das reicht. Wir werden es sehen. Ja. Ja, so ist auf jeden Fall der Plan. Ich werde jetzt erstmal mit dem Soll beginnen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe hier auf jeden Fall meine große Tüte Environment. Ja, ich nutze ja sonst immer den Tropiker. Oh Gott, die Kamera schon halt umfallen hier. Ach, ist auch wirklich sehr schwer. Und ja, ich habe eine große Tüte besorgt, damit ja, wir auch genug haben. Denn wir haben ja jetzt ein bisschen was vor uns. So, die haben hier jetzt mal aufschnipseln. Und dann gucken wir mal, wie viel wir brauchen. Also hier ja wahrscheinlich nicht so ganz viel. Okay. Stopp, stopp. Fühlt sich. Oh Gott, wie viel wiegt denn das? Ich weiß es gar nicht. Steht immer nur Liter drauf. Warum schreibt man da Liter drauf? Das habe ich noch nie verstanden. Was ist denn das? Ein Wurm? Okay. Naja, ich verteile das jetzt einfach mal hier so kunterbunt. Seht ihr überhaupt was mit meinen Haaren? So. Wunderschön. Naja, jetzt ist das hier so ein bisschen voll mit Säulen, ne? Ja, der ein oder andere fragt sich jetzt wahrscheinlich, warum hat die Alte denn jetzt eigentlich gescaped, bevor der Boden runter drin war? Ich kann euch sagen, ganz einfacher Grund, ich bin ungeduldig. Ja. Oh, es staubt. Naja, genau. Ich bin ungeduldig. Ja, ich hatte quasi dieses ganze Zeugs hier noch da. Also das Hardscape, außer Soll. So, und dann war ich ungeduldig und habe mir gedacht, okay, ich mach das schon mal. Ich guck mal, wie das aussieht. So, ich habe jetzt hier ein bisschen hoppala, Lavabruch gewaschen, ja, denn es stoppt immer so unheimlich. Und das werden wir jetzt hier noch so ein bisschen verteilen. Also Leute, ihr wisst, ich bin kein Profi. Man hat mir gesagt, das sieht natürlich aus, wenn da noch so wie so gebröckelt drumherum ist. Aber ich meine, das sieht man ja auch immer bei so Scapes. Ja. Das ist dann, ja, keine Ahnung. Ich bin kein Profi. Was soll ich euch erzählen? So, ich habe mir jetzt meine Butzeverlandrin ein bisschen auseinandergewurstelt. Ja, läuft. Das ist immer mit diesem, dieser Wolle da drumherum immer so ein bisschen eklig, ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich werde davon immer so ein bisschen depressiv. Es ist so unbefriedigend vor allem, ja, wenn man das ausgewaschen hat, also wirklich lange und es halt quasi immer noch irgendwie nicht so richtig weg ist. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr da mal einen Trick für mich oder so. Also, ich habe mir vorgestellt, die Wurzelverlandern packe ich so zwischen die Steine, weil auf die Wurzel selbst soll ja dann sollen die Moosbälle drauf. Ich habe hier meinen Kleber. Ja, also der ist auch ganz okay. Ich hatte sonst immer den von Wasserflora. Aber irgendwie jetzt nur wegen Kleber da zu bestellen, ist halt dann irgendwie auch nichts. Ne? Das lohnt sich dann nicht, weil man noch den Versand bezahlen muss und alles. So, fangen wir an mit der ersten kleinen Pflanze. Da haben wir nur so einen kleinen Klecks. Und dann gucken wir mal, wo die hinkommt.
Oh, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das richtig gut hält, weil die Steine gar nicht nass sind. So. Also ist auf jeden Fall meine Erfahrung, wenn man die Steinchen nass macht oder generell das, wo die Pflanzen drauf sollen, dann geht das schneller. Wieder hier so ein Klecks. So. Also, ja. So wie ich das jetzt hier gerade mache, mache ich es halt quasi schon immer. Gibt vielleicht dann auch noch andere Möglichkeiten, wie immer in der Aquaristik. Ist ja auch lustig bei dem Wasserwechsel und so. Ich weiß nicht, ich mache das dann immer so kompliziert, aber im Endeffekt ginge es halt auch irgendwie einfacher. Soll ich euch mal was erzählen, Leute? Mein ganz toller Wasserschlauch, den ich mir da ja besorgt hatte mit dieser Pumpe, der ist kaputt. Ja, es ist sehr traurig, wenn ich ehrlich bin. Denn damit hat das ganz gut funktioniert. Aber jetzt ist er kaputt. Ich habe es auch ein bisschen übertrieben, muss ich sagen. Ich saug dann, wenn ich schon mal dran bin, auch manchmal so Mulm ab und dann sind da Pflanzen. Dann ist auch mal ein Stein dazwischen und dann ist irgendwie in diesem Teil, wo man halt drauf drückt, um das anzusaugen. Keine Ahnung, wie das heißt. Ja, da ist halt die Klappe abgebrochen dann. Ist mal wieder übertrieben. So, schaut mal. Ich bin jetzt mit den Butzeverlandern auf jeden Fall schon mal durch. Hat auch gerade so gereicht. Ich hatte nämlich eigentlich überlegt, ob ich 5 bestelle, aber naja, ist okay so. Ja, ist aufgefallen. Ich muss das hier gleich noch wegmachen, bevor ich Wasser reinfülle, weil ich habe meine Aquarien damals immer, das ist ja ein Zuchtaquarium, altes, immer nach Nummern sortiert, damit ich mir dazu halt auch immer was aufschreiben konnte. Ne? Ich habe ja auch Kreuzungen mit Caridina gemacht und generell einfach Beckenpflege habe ich mir dann immer unter den Nummern notiert, weil ich hatte ja irgendwann über 50 Aquarien und dann ja, muss man sich das halt schon irgendwie so ein bisschen notieren und so. Auch Futter und so habe ich mir dann voll kompliziert immer alles aufgeschrieben, damit es auch abwechslungsreich ist. Und jedes Aquarium wäre ja auch anders. Und naja, ja, deshalb diese Nummern. Ne? Also nicht, dass ihr euch wundert, das habt ihr bestimmt auch schon mal öfter gesehen. Ist allerdings auch nur so mit so einem Glasstift. Ne? Das geht mal ganz einfach weg. So, ich würde jetzt sagen, als nächstes ja, werden wir dann einfach mal hier montieren. So, passt auf, Leute. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich das immer mache. Also, man nehme sich diesen Moosball und dann kann man so ein bisschen fühlen. Dann fühlt man auch schon, dass der halt irgendwo sich öffnen lässt, ja. Das ist jetzt quasi der Inhalt des Moosballs. Auch, wie ich finde, immer sehr interessant, weil man dann auch immer gut sehen kann, was denn für ein Bodengrund vorher in der Umgebung war, wo die Bälle waren. War ganz lustig. Naja, so, ich habe jetzt auf jeden Fall, kann man ein bisschen mehr machen. Ja, ein bisschen auseinanderfummeln. Aber halt, wir müssen darauf aufpassen, dass keine Löcher entstehen. Weil, naja, dann sieht es komisch aus. So, ich glaube, ja, also das ist jetzt quasi dann oben. Ja. So, jetzt müssen wir mal überlegen, wo wir das hinpacken. Vielleicht sogar hier schon. Wisst ihr was, wir machen jetzt einfach mal alles. Damit wir das jetzt nicht aufkleben und dann im Nachhinein denken, scheiße. Ist auch wieder so, ne? Kennt ihr das? Naja. Ich weiß auch gar nicht. Erzählt mir mal, ob ihr das auch so macht. Oder ob ihr es schon mal gemacht habt. Wie eure Erfahrungen sind. Also meine sind tatsächlich gut. Also ich habe das schon oft gemacht. Vor allem in schönen Melania-Aquarien. Weil die einfach, naja, die gehen halt gerne an Pflanzen. Und ja, ne? An das hier gehen sie halt nicht gern. So, unsere nächste Matte. Ich glaube, hier
Sind wir ganz gut dabei. So, ah, der ist schon. Ja, schade. So, nächste Packung. Ja gut, Leute, ich glaube, ich mache das jetzt mal und dann melde ich mich gleich nochmal. Der Zwischenstand sieht folgendermaßen aus. Das Mousse ist bis jetzt nur drauf gelegt, ja. Genau, quasi überall da, wo Holz ist, beziehungsweise die Wurzel. Ich überlege jetzt allerdings, dieses Eckchen hier gefällt mir noch nicht ganz, ob ich noch hier irgendwo im Hintergrund was abzwacke und das noch hier packe. Hier oben, naja, von hier ist auch noch nicht so ganz optimal. Ja, oder vielleicht zwacke ich auch hier unten noch was ab. Muss mal schauen. Ja, so ist auf jeden Fall der jetzige Stand. So, also, ich habe das tatsächlich, wie man sehen kann, alles schon befestigt, außer ein kleines Stückchen. denn, da wollte ich euch mal zeigen, wie ich das mache, wobei es jetzt auch kein Hexenwerk ist, ne? Wir nehmen jetzt einfach die Rückseite und packen ein bisschen mehr Kleber drauf, damit das auch hält. So, und dann kommt dieses Eckstückchen. Halt dann jetzt hier in dem Fall dazwischen. Ja. Also eigentlich, Leute, wäre das jetzt erstmal soweit, ne? Ich werde, glaube ich, jetzt einfach mal Osmosewasser reinmachen. Und dann gucken wir mal. Die Klebestellen, die zeigen sich ja auch oft dann erst unter Wasser, Take me on a spree. I wanna get to know me. Every little inch of me. Gentle while you stroke, will you depict me? Every number count, love tokens. Waited on the swallows fly. Ja, wie man sieht, sieht man nichts. Ich frage mich gerade schon ein bisschen, wie es jetzt dazu kommen konnte. Dann habe ich wahrscheinlich die kleinen Steinchen nicht gut genug ausgewaschen. Naja. Was soll's, was soll's. Das wird sich auch wieder legen. So, ich habe mir gedacht, für das Aquarium werde ich mal einen Versuch starten mit einer Monstera. Ja, also es sind jetzt Ableger. Ich habe die zwar schon im Wasser gehabt, allerdings auch nur ein paar Tage. Aber ich denke mir, Wasser ist Wasser. Die wird auch hier irgendwie ihre Wasserwurzeln bilden. So, jetzt müssen wir mal schauen. Ja, wie wir die hier unterbringen, das ist natürlich super jetzt hier mit dem Licht. Ja, denn ich habe mir gedacht, für so ein offenes Aquarium ist es auch einfach schöner mit einer Pflanze. Beziehungsweise in dem Fall sind das ja dann sogar ja, zwei Ableger. Aber mit einem kommen wir ja auch nicht weit. So. Gucken wir mal. Noch irgendwie gar keinen richtigen guten Platz. Machen wir so. Machen wir jetzt einfach so. Die ist schon sehr nah unterm Licht, ne? Ob das so gut ist. Naja, man fängt ja immer klein an, wohlgemerkt. Ich weiß nicht, findet ihr das? Ich zeige euch das mal von nahem. So sieht das jetzt aus. Und ich habe schon gemerkt, habe ich irgendwie. Das ist mal wieder typisch, ich nicht drüber nachgedacht, dass dieses Moos. Ich schaff's immer wieder, ne? Hier, Ärmel nass. Weil ich mich immer abstütze und der Wasserstand ist halt einfach sehr hoch. Naja, so. Was soll ich sagen? Genau, habe ich nicht drüber nachgedacht, dass das jetzt außerhalb des Wassers ist, ne? Was ist denn da schon wieder ausgesetzt in meinem Gehirn? Naja, okay. Naja, so ist es jetzt halt. Mal gucken, ob das was wird. Ich meine, nass ist es ja so oder so. Ich jetzt gar keine Erfahrung mit, ob das austrocknen wird oder nicht. Naja, wir sehen's. Genau, ja. Die Monstera wird dann hoffentlich ihre Wurzeln bilden. Ihr Lieben, ich habe mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, würde mich jetzt auch an dieser Stelle verabschieden. Ich wünsche euch ein paar wunderschöne Tage. Und ja.
Frische sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future.